Okay, jetzt kommen 100 Tonnen rein. Das ist die Frage. Oh, es ist schon mal 50 Tonnen weg. Wie wir sehen, haben wir jetzt das Problem, dass wir genug produzieren, aber nicht genug abholen. Und so verlagern sich die Probleme, Kinder. Ich habe da jetzt vor kurzem einen Beitrag gesehen im Fernsehen. Das heißt Beitrag. Das wird wieder sowas Typisches, wir machen uns über andere lustig. Es hieß armes Deutschland. Da haben sie Leute gezeigt, die halt teilweise lieber von Hartz IV leben, als arbeiten zu gehen. 19-Jährige. Keine Ambition, irgendwas zu tun. Es ist lieber von Hartz IV leben, als arbeiten zu gehen. Aber rumholen, dass man kein Geld hat. Das sind mir die Liebsten. Es mangelt an Alkohol. Und die ständig ja Alkohol fragen, sind mir auch die Liebsten. Wir haben auch eigentlich nur den ganzen Tag vertrödelt. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man das mal macht. Wenn wirklich mal ein Tag sagt, nee, ich habe jetzt keine Lust, irgendwas zu machen. Ich gammel heute nur rum. Das mache ich tatsächlich auch mal. Ihr sagt dann wahrscheinlich wieder, hey, beschrifte endlich deine Folgen. Ich brauche solche Tage aber auch. Die haben wirklich gar keine Ambition gehabt, irgendwas zu machen. Eben Tag für Tag vergammelt und sich um nichts gekümmert. Dann habe ich halt keine Zeugenaussage bei Gericht gemacht. Ist doch egal, wenn ich da Ärger kriege. Ich meine, wenn man so leben möchte, kein Problem. Aber dann nicht jammern. Und natürlich hat man mehr Geld, wenn man arbeiten geht. Für gewöhnlich mehr. Wenn du den richtigen Beruf suchst und auch eine Ausbildung hast, dann kannst du dir für gewöhnlich was leisten. Natürlich kommt es immer darauf an, was du gelernt hast. Ein Friseur wird wahrscheinlich nie so viel verdienen wie ich. Es sei denn, du bist irgendein Star-Friseur, aber man sollte sich auch vorher überlegen, was man macht. Man sollte natürlich seinen Beruf nicht nur danach wählen, wie viel Geld man verdient letzten Endes. Muss dann halt aber auch damit rechnen, dass man sich in gewissen Sachen einschränken muss. Ich meine, ich schränke mich ein und muss es eigentlich nicht. Vom Geldtechnischen her. Es hat aber andere Gründe. Jedenfalls. Passt das so? Die zu dem. Ja, passt. Haben die auch solche Sachen gemacht wie. Hoppla. Bier trinken, was ja erstmal nicht schlimm. Also Alkohol trinken. Den man sich am besten noch am Kiosk holt. Denn da ist es schön teuer. Und anstatt das Pfand abzugeben, haben sie die Sachen in den Fluss in den Rhein geschmissen. Wo sie dann gefragt wurden, warum sie das nicht abgeben. Was will ich mit 8 Cent? Also, da greife ich mir an den Kopf. Rumjammern, dass man kein Geld hat, aber dann im Grunde das Geld wegschmeißen. Auch wenn es Kleinbeträge sind, das summiert sich halt. Ich bin teilweise, wenn ich mit der Schule irgendwo hingefahren bin, bin ich tatsächlich manchmal mit mehr Geld heimgekommen, als ich losgefahren bin, weil ich tatsächlich Pfandflaschen, wenn ich gefunden habe, warum soll ich sie liegen lassen? Es kann man doch, an Alkohol. Kann man doch mitnehmen. Wahrscheinlich würde ich es mittlerweile auch nicht mehr machen, aber wir haben die 5000 voll.
Damals habe ich mir gedacht, warum? Warum Geld, was wirklich da ist, rumliegen lassen? Ich bück mich auch jetzt noch, wenn ich Cents finde. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich bücke und mich beglücken lasse. Schaff mir Schmuck heran. Sondern Geld ist für mich immer noch Geld. Auch kleine Beträge summieren sich irgendwann. So, mehr Gewürz. Tabak muss ich... Ja, Nahrung sieht noch schlecht aus. Ui, hier kommen hier viele Schiffe. Ich glaube, das haben wir. Da kommt Nahrung. Da kommt Tabak. Das ist mein Alkoholschiff. Du könntest doch ein schönes weiteres Alkoholschiff werden eigentlich. Und du... Ja genau, kannst doch dafür sorgen, dass hier unten noch ein bisschen Nahrung produziert wird, oder? Das kriegst du hin. Es sei denn, ich klicke natürlich woanders hin. Ich hätte es nicht gedacht. Neue Schiffe bauen. Schafft mir Schmuck heran. Nun, wir haben die 5000 geschafft. Wenn ich es jetzt noch schaffe, die richtig zu versorgen, was gerade noch nicht so gut aussieht. Oh, gut. Ich mache jetzt mal einen Einkauf. Das und auf das. Und dann müsste das eigentlich passen. Da kann ich Alkohol herholen. Der Alkohol geht zur Neige. Ich brauche noch eine Tabakinsel. Ah, okay. Das ist eine gute Tabakinsel. Guck mal kurz auf die Uhr, wie spät es ist. Ah ja, wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Obwohl, ist jetzt nicht tragisch. Das ist wieder ein Nachteil an Getreide. Ist halt abhängig vom Regen tatsächlich. Die dürften auch verdonnen, die Felder. Denke ich zumindest. Es müsste doch eigentlich... Die Produktion muss doch eigentlich mehr... Also... Muss doch jetzt eigentlich laufen. 80 Tonnen. Wieso zinkt ein Tabak so? Okay, ich glaube, das kriegen wir langsam im Griff. Alkohol scheint auch zu funktionieren langsam. In dem Fall... Machen wir hier mal weiter. Das hier machen wir mal weg.
Aus dem Marktplatz abgerissen. Nein, alles zerstört. So, einmal Bäckerei. Bauen wir dahin. Weil ich es kann. So. Tabakwaren gehen zur Neige. Gibt es eigentlich noch andere Tabakwaren außer Zigarren? Ich frage für einen Freund. Okay, es könnte ich tatsächlich noch mehr rausholen. Also noch mehr Nahrung. Tabakwaren gehen zur Neige. Ja, Nahrung geht. Ah, das scheint sich gefangen zu haben soweit. Ja, die sind ziemlich schnell leer halt. Ah, nein. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Hab ich eine... Ja, hab ich. Tabakwaren gehen zur Neige. Boah, hier brennt hier vielleicht viel. Bis hier hinten reicht's aber leider nicht. Arme Rinderfarm. Hab ich überhaupt hier einen Fleischer? Warum habe ich die überhaupt, diese Rinderfarm? Nö, alles ganz. Ich weiß nicht, was... Ach, hier haben wir... Warum ist die andere Rinderfarm da oben? Ist egal, es funktioniert. Den Rest hinterfragt man einfach nicht. Es fehlt an Tabakwaren. Ah, es wird nicht rausgeschickt, weil... Schiffsreparatur beendet. Ihmchen da im Weg stand. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder? Wie, haben wir jetzt alles mit einmal? So ziemlich. Wird auf jeden Fall mehr. Tabakwaren gehen zur Neige. Das haben wir im Griff. Müssen wir noch die Nahrung mit dem Griff kriegen? Ich überlege gerade, ob es nicht besser wäre, wenn ich dich einfach als Alkoholschiff mitverwende. Und du lässt das mal. Naja, ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich. Nahrung müssen wir gleich noch schauen. Wo ist denn das Schiff denn hier? Ob das reicht? Ich glaube mal, wir brauchen ja wirklich viel, viel mehr noch. Ich
glaube wirklich, dass die auf uns aufpassen, die Soldaten hier. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja. Der Weizen wächst und gedeiht auch ganz gut, glaube ich. So, hier hinten bauen wir weiter. Vielleicht eher so. Obwohl, so kann man es auch machen, wenn ich hier ein bisschen Platz lasse. Nö. Habe ich einen Fehler gemacht. Moment, in meinen Let's Plays passieren keine Fehler. Vergesst es. Habe ich nie gesagt. Ich bin absolut fehlerfrei. Gibt ja auch Menschen, die wollen irgendwie nie zugeben, wenn irgendwo mal was schief läuft. Habe ich auch schon Ärger gekriegt auf Arbeit, dass ich zugegeben habe, dass ich was falsch gemacht habe. Niemals zugeben. Niemals zugeben, dass du einen Fehler machst, auch wenn du wirklich einen gemacht hast. Ja, da habe ich das vergessen und dann habe ich einen Anschiss gekriegt, was ich gesagt habe, dass ich das vergessen habe. Verstehe ich so nicht. Dass es so praktiziert werden muss, dieses mehr Schein als Sein. So. Was kriegen wir da noch rein? Hier kriegen wir auch noch einen rein. Oh, meine Insel schön genutzt. Mit dem Einkauf müsste ich es dann in den Griff haben. Ist hier mittlerweile die Produktion im vollen Gange. 30 Tonnen. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei mehr. Und dann können wir tatsächlich schon die nächste Stadt so ziemlich angehen. Steht es um die Uhrzeit? Oh ja, ich habe noch eine halbe Stunde. So, das wird aber das letzte sein, was ich hier baue erstmal. Danach muss es reichen. Irgendwann muss auch mal gut sein. Das passt. Damit versorge ich mit einer anderen Insel diese 5000 Leute. Haben wir jetzt endlich. Ich frage mich, ob das mir danach nochmal was wird. Ich kann erst gehen, wenn ich weiß, dass es funktioniert. Also wenn ich weiß, dass alles läuft, dann kann ich mich erst um eine andere Stadt kümmern. Ich will jetzt mal gucken, wie viel das so sammelt. Ah, 43 Tonnen. Ah, ich glaube, das reicht. Wie üblich, Schmuck ist am Argen, aber ansonsten scheint es tatsächlich zu reichen. Setzt neuen Kurs! Und jetzt. Fangen wir unsere letzte Stadt an. Warum habe ich Holz mitgenommen, ich Esel? Ich kann ja vielleicht sogar noch eine dritte Stadt dran anknipsen. Ei, ei, Captain. Okay, nehmen wir nochmal. Ja, schaffst du es heute noch?
Ich hier noch irgendwo eine Goldinsel? Wo war denn das? Da ist noch eine Goldader. Und Zuckerrohr. Du gehst mal dahin. Anker lichten! Ah, 100 Tonnen passen rein, gut. Dann machen wir uns die Insel jetzt erstmal untertan, würde ich sagen. Damit wir da Platz für unsere Untertanen haben. Es geht wirklich alles kaputt, aber die Holzbrücken bleiben bestehen. Die Wege gehen kaputt, alles, aber die Holzbrücken bleiben bestehen. Man kann sie aber zerstören, haben wir ja schon rausgefunden. Ich habe es ja schon mal zerschossen. So. Hier nach oben brauchen wir eigentlich nichts mehr. Das kann alles weg. Alles, habe ich gesagt. Alles. Ich mach mal alles platt hier. Hä? Schön, kann ich da drüber bauen? Was ist das für ein Mist? Ich kann die Plätze nicht abreißen. Ist das ein... Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Das sollte eigentlich nicht so sein, denke ich mal. Du kannst jetzt auch weg. Wer auch immer das platziert hat, ist ein Idiot. Also die KI. Das hier ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, wenn man sich so anschaut. Ach, ist da was weg damit. Das baue ich lieber neu tatsächlich. Mit dem bisschen da kann ich leben, dass es nicht richtig genutzt ist. So. Ah, bauen wir ruhig noch einen. Jetzt am Anfang werden wir eh Holz brauchen ohne Ende. Und das kann ich vielleicht nicht alles von anders her holen. Ich sag, Mauern sind mittlerweile auch vollkommen überflüssig. So wie dieser Weg hier. Den finde ich auch ein bisschen überflüssig. So. Wir haben tatsächlich nicht genug Werkzeug für alles. Die Stadt scheint zu laufen. Mhm. So, wird das unsere nächste. Wir werden nicht viel rauskriegen aus dieser Insel, aber wir kriegen was raus. Achso, Holz. Wir können zum Beispiel ein bisschen Alkohol rausgewinnen.
Das muss aber alles nicht jetzt sein. Ich lasse es erstmal jetzt hier so. Mach die Goldminen schon mal. Kostet noch 5 Steine, okay. Oh, super! Das lief ja viel besser als erwartet tatsächlich. Dass ich da gleich 2 reinkriege. Ich glaube, ich werde primär... Wo baue ich denn meine... Ich muss jetzt tatsächlich schauen. Das hier ist echt scheiße. Warum kann ich diese Plätze nicht abreißen? Das ist ein echt blöder Bug. Ich muss jetzt schauen, wo ich anfange, meine ersten Leute anzusiedeln. Ich würde aber fast sagen, ich mache das hier oben. Ich muss hier wahrscheinlich dann nochmal was umplatzieren. Ich reiß den nochmal ab. Und baue den lieber hier hinter. Und ich würde gern hier ganz viele Leute ansiedeln. So eine richtig schön lange Strecke. Die kriegen wir schon alle irgendwie versorgt. Wenn ich hier dann auf die 25.000 umschwenken möchte, werde ich eh die anderen Inseln leerräumen müssen. Anders geht's nicht. Das heißt, wir werden die anderen Inseln, die ganzen Aristokratenhäuser abreißen müssen, wieder später. Müssen wir nicht gleich machen. Also nach und nach, damit wir halt alles hier rüber siedeln quasi. Natürlich sehr praktisch, wenn man das richtig umsiedeln könnte, aber das geht nicht in diesem Spiel. Ist aber auch nicht unnötig notwendig. Ist auch nicht unbedingt notwendig, wollte ich sagen. Unnötig notwendig, ja. Macht Sinn, dieses... Ja. Kommen wir fast vor, wie am Anfang des Spiels, wenn man anfängt und sein Holz fehlt. Einziger großer Vorteil, wir haben Geld. Und wir haben Zugang zu ganz vielen Ressourcen. Die Felder verderben vor Trockenheit. Oh nein! Was mache ich denn jetzt nur? So. Ja, kann man machen. Kann man anbieten. Ach Mensch, die brauchen ja nicht mal Stoffe anscheinend. Die brauchen die gar nicht. Doch, ich glaube, die brauchen mindestens eine Tonne, sonst entwickeln sie sich nicht. Aber das hatten wir auf dieser Insel schon mal und deshalb funktioniert das jetzt auch. Nahrung ist wichtiger. Ach, es fehlt ein Holz. Natürlich, die ziehen jetzt alles raus.